Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem Sylt-Vlog. Ich bin dieses Wochenende mit der Firma auf Sylt und ich werde mal gucken, ob ich es schaffe, ein paar Eindrücke für euch mit einzufangen von Sylt. Ich bin ganz gespannt, wie das jetzt wird. Ich habe noch nie ein Wochenende komplett mit Arbeitskollegen verbracht, mehrmals so einen Tag als Betriebsausflug. Und jetzt haben wir ein Wochenende und ja, freue ich mich mega drauf. Kommt gerade ein Kommentar rein. Ist der Cartier-Ring die Small-Variante? Ja. Nein, das ist die normale Variante. Ich habe mir heute Morgen auch noch die Augenbrauen frisch gezupft und vor allem gefärbt. Man kann es wieder sehen, dass sie so ein bisschen dunkler sind. Geschminkt habe ich mich nicht, dadurch sieht man meine Rötung, aber das ist mir egal. Schmuck habe ich schon drauf, Ohrringe habe ich noch gar nicht rumgemacht. Die Woche über habe ich mir noch die Fingernägel wieder mit meinem Lady in Red Nagellack von Essie lackiert. Das bedeutet wieder, dass meine Fingernägel dann schön verfärben, aber der Nagellack ist einfach, ist es momentan absolut mein Lieblingsnagellack. Ja, ich habe auch schon alles gepackt. Das kann man hier einmal schön stehen sehen. Ich habe das jetzt schon alles gefertigt. Ich werde meine Saddlebag mitnehmen, weil ich die ganz gut so robust so jetzt für Sylt finde, Hosteschlüssel. Und dann ziehe ich Turnschuhe an. Das sind auch die einzigen Schuhe, die ich mitnehme. Und ein kleines Köfferchen, da muss ich nicht mit einer Tasche rumlaufen und die ganze Zeit durch die Gegend schleppen. Das Wetter soll auch richtig gut werden. Also Sommersonne, Sonnenschein von den Temperaturen so bis 14 Grad. Also jetzt keine Sommertemperaturen. Aber es soll trocken sein. Wahrscheinlich wird es viel Wind geben. Ich bin noch am Überlegen, ob ich meinen neuen Vintage-Trenchcoat von meiner Mutter anziehe. Oder ich habe noch meine gelbe Regenjacke. Die ist noch ein bisschen mehr wahrscheinlich gegen Wind geschützt und auch gegen Nässe. Und ich weiß nicht so ganz, wie das Programm morgen aussieht. Wir starten morgen früh mit einem Sportprogramm zum Wachwerden. Wer möchte, freiwillig. Dann gibt es Frühstück und dann das Tagesprogramm haben sie nicht verraten. Und abends gehen wir dann schön essen und feiern dann noch ein bisschen. Alle geimpft und getestet. Von daher also auch schön Corona-konform. Und das ist jetzt die erste Veranstaltung wieder mit vielen Menschen, glaube ich, jetzt seit Corona, an der ich teilnehme. Und ich freue mich da einfach sehr drauf, jetzt wieder so ein bisschen mehr Leben einkehren zu lassen irgendwie. Ja, ich freue mich da wirklich drauf. Im Sommer sind wir auf eine Hochzeit eingeladen, im Juni, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Einfach mal wieder wirklich mit den Menschen, mit denen man gerne zusammen sein. Und ich bin sehr gerne mit meinen Arbeitskollegen zusammen. Und von daher freue ich mich darauf, mit denen jetzt Zeit zu verbringen am Wochenende. Kevin bleibt leider alleine zurück. Beziehungsweise einen Abend fährt er noch. Man trifft sich mit alten Arbeitskumpels. Und ja, dann werden wir uns dann doch dann wiedersehen. Von daher gucken wir mal, was dieser Vlog so bereithält. Ich bin selber gespannt und vielleicht wird am Ende auch gar nichts drin sein, weil ich die ganze Zeit das Handy nicht rausgeholt habe. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich euch ein paar Eindrücke einfangen werde. Viel Spaß. So, nehme ich jetzt gleich den Regenmantel mit. Ich werde nachher noch weiße Sneaker natürlich anhaben und nicht die Hausschuhe. Da habe ich dann auch eine Kapuze dran. Nicht ganz so schick, aber sehr funktionell. Und natürlich auch mega cool. Oder doch der Trenchcoat. Saddlebag ist ja auf jeden Fall gesetzt. Der ist noch mal ein kleines Stück länger, auch am Bein und bietet mehr Windschutz. Dafür ist er natürlich nicht wasserabweisend, aber es soll ja auch nicht regnen. Ich habe aber auch keine Kapuze. Ja, er ist auch ein bisschen gefüttert. Er könnte ein bisschen wärmer so von sich her sein. Was nehmen wir nur mit? Heutiges Outfit of the Day ist übrigens mein And Other Stories Pullover. Den habe ich ja in schwarz und in rot und trage den total gerne mit so ein bisschen High-Waisted Trousers und dann die Ärmel so leicht hochgeschoben. Hier haben wir High-Waist und weites Bein und das wird nachher auch mein Reiseoutfit sein, weil das ist schick, bequem. Passt zum Tag und habe ich jetzt heute Morgen schon angezogen natürlich. Ja.
Und pünktlich zum Wochenende ist mein zweites Paket von Vestia Kollektiv angekommen, beziehungsweise aus Spanien. Ich hatte mir nämlich noch etwas Zweites bei Vestia Kollektiv bestellt und das packen wir, wenn das jetzt hier hält. Ich halte euch mal fest mit meiner Salzmühle. Ja, ihr könnt sehen. Packen wir das mal aus. Bin ja mega happy mit meiner Burberry-Bluse. Und das hier ist auch von Burberry. Man könnte meinen, ich hätte hier eine kleine Leidenschaft für Second Hand entdeckt. Ich muss ja auch sagen, DHL Express aus dem Ausland. Das andere Paket kam ja auch schon, ich glaube, aus Polen. Und das hier kommt aus Spanien. Geht richtig schnell. Und sie hat mir gesagt, genau, sie hat mir noch gesagt, sie hat mir noch irgendein Geschenk beigelegt. Stimmt. Oder? Da ist irgendwas Dunkles nämlich mit drin. Und das ist nicht der Cardigan. Oh, jetzt habe ich schon gesagt, was es ist. Egal, ihr seht sie jetzt auch gleich. Ja, oh, mega. Ein Cardigan aus Merino-Wolle in so einem Karamellton. Der ist vintage. Richtig cool. Der hat auch nur so ganz leichtes Pilling. Absolut in Ordnung. Und Größe 44 französisch, das ist Größe 42 deutsch. Und ich fand das ganz cool, wenn er so ein bisschen lockerer sitzt. Oh, guck mal, und was hat sie mir hier noch mitgebracht? Ein Jäckchen in Corki. Ist auch von Burberry. Das hat sie mir jetzt einfach so da reingepackt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich meinen Geschmack trifft. Aber auf jeden Fall richtig lieb. Richtig lieb. Passen wird es auf jeden Fall. Mal gucken. Das ist, glaube ich, so, das könnte in Khaki vielleicht so als dünnes Jäckchen wie zu der Cargo-Hose passen, die ich von Kevin jetzt quasi geerbt habe. Was für ein Material ist das denn? Baumwolle. 30 Grad Wäsche geeignet. Ja, gucken wir mal. Aber den will ich jetzt auf jeden Fall einmal anprobieren. Ziehen wir uns mal drauf aus. So. Eigentlich nicht so ein Cardigan-Träger, aber ich habe jetzt in letzter Zeit so schöne Fotos gesehen mit einem Crop-Top und dann den Cardigan einfach nur so lässig drüber mit einer High-Waisted-Hose. Das ist momentan sowieso mein allerliebstes. Eine High-Waisted-Hose, Crop-Top und dann Blazer rüber, Cardigan rüber oder was auch immer. Sollte jetzt, finde ich, nichts Hochgeschlossenes sein, dann würde mir jetzt hier so ein Kettchen fehlen. Gehen wir auf den Spiegel. So, einfach nur so ein bisschen so zum Drüberwerfen. Und wenn ich jetzt hier mir vorstelle, ich hätte jetzt den Crop Top an, ein bisschen niedrigerer Ausschnitt, sodass hier oben der Rundhalsausschnitt dann auf der Haut sitzt. Richtig cool, das war auch ein richtig schönes Schnäppchen. Und im Winter vielleicht auch, wenn man die Arme dann lang lässt. Ich krempel die eigentlich immer gerne hoch. Dann vielleicht auch mit einer Bluse drunter. Richtig schön. Und der ist nämlich zu 60% aus Merino-Wolle. 40% ist, glaube ich, Acryl gewesen, sagte sie. Genau. Aber 60% Merino-Wolle, das ist so ein bisschen... Oh ja. Ja, auch das schöne kleine Logo. Und auch die Knöpfe. So süß, die Details. Da steht über Burberry drauf.
Ach, ich liebe Burberry-Mode. So, jetzt hierzu würde ich es, wie gesagt, nicht unbedingt anziehen, wobei, also es passt aus, aber ich glaube, es wäre mir ein bisschen zu bieder, aber das wird schön, schön, schön. So, bisschen durchgewischelt, aber perfekt. Ich glaube, ich werde das total gerne auch mit meiner Leinen-Eileen-König-Hose zum Beispiel tragen und dann ein weißes Crop-Top dazu. Oder eine weiße Jeans und ein weißes Top einfach darunter. Sehr cool. So, einmal das alles weg. Das kommt mit. Mein Schmuck. Wieder einmal dran. Salzmühle brauchen wir nicht mehr als Handy heute. Also kann die auch zurück. Und dann der Karton. Cool, die Hinfahrt hat so viel Spaß gemacht. Wir haben richtig coole Cabbies bekommen. Ich habe ganz viele Autogramme schon gesammelt. Und ich dachte, ich zeige euch mal das Zimmer. Achso, wir sind übrigens im Hotel Lindner. Und dann haben wir hier das... Also, hier kommt man rein. Peace. Und dann haben wir hier das Badezimmer. Ein kleines Tischchen. Ein großes... Oh, hier ist ja noch ein Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Habe ich auch eine Dusche? Ah, ja, ich habe auch eine Dusche. Und dann habe ich hier einen kleinen Kleiderschrank. Ja, einen kleinen Kleiderschrank. So 40 cm. Und dann haben wir da einen kleinen Schreibtisch, ein kleines Sesselchen. Ich weiß noch gar nicht, zu welcher Seite ich mein Fenster habe. Und dann habe ich ein großes Bettchen. Und hier kann ich mich dann hinsetzen. Richtig cool. Gucken wir mal, zu welcher Seite ich rausgucke. Nicht zu mir. Ich gucke auf ganz viele Häuser. Aber es ist okay. Oh, cool. Da guck mal, da unten im Garten, da sind so Liegen. Da, jetzt habe ich sie. Und vorne vor der Tür waren auch so, sag schnell, wie heißen die? Diese Strandkörbe hatten die auch davor stehen. Richtig cool. Ich werde mich jetzt einmal frisch machen, ein paar Sachen auspacken. Umziehen heute werde ich nicht, dafür habe ich keinen Outfit. Oh, guck mal, hier ist noch ein kleiner Schrank. Ist ein Bügeleisen drin? Ja. Aber ein Zelt, ganz 1000 Holzbügeln, oh, Bademantel. Das ist ja großartig. Alles verschmiert wieder. Oh, wir hatten so einen coolen Abend. Wir waren hier im Restaurant direkt um die Ecke. Das Essen war mega. Besonders haben uns gefallen die Antipasti, die es als Vorspeise gab. Und dann gab es als Hauptgang so Spieße, die wir direkt an so Feuerschalen, die am Tisch waren, zubereitet haben. Aber wir waren schon alle so satt. Also wir sind so, so voll gefressen. Oh, ganz schlimm. Ich habe so richtig das Bedürfnis, morgen früh direkt irgendwie Sport zu machen. Irgendwas für den Bauch, was den wieder einzieht, weil der so voll gestopft ist. Und danach haben wir jetzt gerade noch, haben wir quasi noch eine Ecke weitergegangen bei der gleichen Location und haben dann noch getanzt, so, haben da so ein bisschen geschunkelt und noch was getrunken und... Mein lieber Kollege, der wollte jetzt gerade noch da bleiben. Jetzt bin ich leider schon zum Hotel, weil das ist hier direkt um die Ecke. Sonst gehe ich ja nicht so gerne im Dunkeln, aber das war jetzt hier okay, weil das direkt um die Ecke war und voll süß.
Wir haben jetzt für morgen und übermorgen noch Corona-Tests-Kits bekommen. Und dann haben wir so kleine Schokolädchen von der Sylter Schokoladenmanufaktur auf dem Kissen gehabt. Und vorhin hatten wir sowieso schon so kleine Gummibärchen. Schlafschäfchen heißen die. Die bringe ich Kevin vielleicht mit, weil ich gehört zu der. Die glaube ich hier nicht essen. Es gibt so viel zu essen. Die haben uns so gut versorgt. Und ich merke so richtig, wie heiser meine Stimme ist vom besonders laut reden, weil die Musik so laut ist. Und ich hatte bestimmt 6 Lillet mit Wildberry. Aber irgendwie merke ich die nicht. Macht mir ein bisschen Angst, weil vielleicht ist auch nicht so viel Alkohol drin. Ja, irgendwie hatte man nicht das Gefühl, dass man Alkohol trinkt. Und dann ist das manchmal ja so ein bisschen gefährlich. Also ich bin sehr gespannt, was der morgige Tag so mit sich bringt. Und los geht's. Ich werde mich jetzt noch einmal abschminken. Bin ein bisschen K.O. Ich glaube, ich werde erst duschen, wenn wir morgen zurückkommen, weil mittags über sowieso die Haare wieder durcheinander wehen, beziehungsweise ich die dann mit einer Haarspange hochmachen werde. Und jetzt will ich einfach nur noch ins Bett, weil es ist schon 1 und Kevin und ich sind ja sonst echt so Menschen, die immer so um 8:30, 9 ins Bett gehen, so um 9:30 das Licht ausmachen. Ich bin auch jemand, ich brauche meinen Schlaf und diese Nacht werde ich nicht genug Schlaf bekommen, das weiß ich jetzt schon. Von daher, ja, werde ich mal zusehen, dass ich jetzt ins Bettchen komme. Bis morgen, ihr Lieben. Wenn wir übrigens einmal ignorieren, dass es hier lautes Gebläse an ist, aber das und auch, dass meine Wimperntusche hier ist. Meine Augenbrauen sind so gut geworden. Ich bin total happy mit dem Ergebnis. Erstens, dass die so schön dunkel gefärbt sind und auch vom Zupfen her finde ich, dass das einen schönen Schwung hat und schön natürlich aussieht. Ja, bin ich richtig happy mit. Aber wie gesagt, den Part ignoriert mir einfach. So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die Nacht leider total schlecht geschlafen. Und man hört auch, glaube ich, an meiner Stimme, dass gestern Abend, sehr belastet worden sind. Aber wir werden richtig tollen Abend, haben so lecker gegessen. Ich habe euch das ja, glaube ich, gestern Abend noch kurz erzählt. Und die Nacht habe ich irgendwie fast gar nicht schlafen können. Ich weiß nicht richtig warum, vermutlich weil Kevin nicht hier ist. Ja, auf jeden Fall bin ich dann kurz vor dem Wecker auch schon aufgestanden, habe 10 Minute App Workout hier auf dem Boden gemacht, weil unten das Fitnessstudio ist so nur so ein 3-4 Quadratmeter großer Raum mit einem Stepper und einem Fahrrad drin und mehr Platz ist da nicht. Und ich habe gedacht, das macht mich vielleicht so ein bisschen wach. Ich würde auch sagen, dass es mir ein bisschen geholfen hat, wach zu werden. Und dann habe ich mich frisch gemacht, eingecremt und alles einfach ganz entspannt. Saß dann so 20 Minuten unten alleine beim Frühstück, weil irgendwie noch keiner wach war, aber dann kam sie so peu à peu. Und jetzt habe ich mich gerade fertig gemacht, habe meine Tasche gepackt. Ich habe für abends meine Dior Wallet on Chain mit und jetzt so tagsüber meine Saddleback. Deshalb habe ich auch, weil ich eine Sonnenbrille einpacken wollte, meine Ray-Ban mit, weil die so ein flacheres Case hat als meine Burberry. Mundschutz muss man hier teilweise gar nicht mehr tragen, kommt mir aber komisch vor, deshalb benutze ich auf jeden Fall die OP-Maske. Sonnenschutz nehme ich noch mit, weil die anderen teilweise keinen haben. Und dann habe ich mir noch ein dickes Paar Socken eingesteckt, weil wir wissen ja noch nicht genau, was das Programm ist. Wobei ich meine, dass ich schon gehört habe, was es so ist. Also es könnte sein, wir fliegen mit dem Flugzeug über die Insel plus Wattwanderung, weil wir sollten unsere Schuhgröße angeben. Und dafür bräuchte ich vielleicht andere Socken als meine Füßlinge. Deshalb habe ich mir Skisocken reingepackt, damit die auch so ein bisschen wärmen, wenn wir durchs kalte Watt spazieren. Austern soll es irgendwie geben, weil gefragt wurde, ob jemand keine Austern mag. Und ich mag keine. Ich habe in Namibia mal eine gegessen auf so einer Bootstour. Und schleimig, salzig. Und ich verstehe nicht, wieso man sowas essen muss. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Und dann habe ich mein aus Friesennerz eingepackt. Habe ich euch das gestern noch gesagt, dass ich den Trenchcoat nicht eingepackt habe, sondern meine gelbe Regenjacke, weil die, glaube ich, noch ein bisschen windgeschützter ist. Und ja, ich hatte eigentlich vor, einen anderen Pullover heute tagsüber anzuziehen,
Aber der erscheint mir jetzt doch ein bisschen warm, weil der richtig so aus Bolle ist. Und ich will mich auch nicht zu Tode schwitzen. Deshalb ziehe ich jetzt die Jacke an. Die wollte ich heute Abend aber auch anziehen. Aber dann ist es so. Genau. Ich zeige euch mein Outfit nochmal und dann gehen wir runter an den Strand. Und dann zeige ich euch mal den wunderschönen Strandabschnitt nochmal. Nochmal am Morgen. So, Haare mache ich heute tagsüber hoch, weil es natürlich viel, viel Wind geben wird. Und ich habe keine Lust, dass mir die ganze Zeit die Haare im Gesicht hängen. Schmuck habe ich wie immer. Dann habe ich ein weißes Top, dadurch, dass das so leicht durchsichtig ist. Natürlich auch BH. Meine Strickjacke, die ich von Kevin habe. Gürtel habe ich vergessen. Weiße Jeans. White Sneaker. Und meine Saddlebag und meinen sonstigen Schmuck habe ich. Und dann können wir los. Achso, und ich bin übrigens gar nicht geschminkt, weil ich keine Lust habe, dass mir heute die ganze Zeit die Wimperndusche hier irgendwie hängt. Ich werde mich dann für heute Abend, wenn wir dann essen gehen und feiern gehen, werde ich mich schminken. Aber jetzt für tagsüber werde ich ganz casual ohne Schminke rumlaufen. Gott, ich merke richtig, dass ich nicht geschlafen habe. Das ist richtig furchtbar. Ich bin auch so ein Mensch, ich brauche meinen Schlaf. Ich brauche auch so 8-9 Stunden Schlaf. Ich beneide ja Menschen, die mit wenig Schlaf auskommen oder die so eine nicht geschlafene Nacht so wegstecken. Ich gehöre da definitiv nicht zu. So, das ist übrigens das Hotel, das Linda. Ein wirklich schönes Hotel, gutes Frühstück, kann ich sagen. Und direkt gegenüber, hinter mir, sieht man schon so ein bisschen den Strand. Und da gehen wir jetzt einfach mal zusammen hin. Und es ist immer so irreführend, wenn ein Hotel so beheizt ist. Es ist nämlich richtig warm da. Dann denkt man, oh, richtig warm. Und draußen scheint ja auch die Sonne. Und dann kommt man raus und denkt sich, so eine steife Brise weht hier aber trotzdem noch. Also ich bin ganz froh, dass ich mein Astriesenherz mit dabei habe. Und es wird jetzt, glaube ich, ein bisschen komisch, weil da der ein oder andere Kollege auch ist, der hier telefoniert. Die kennen das ja wahrscheinlich nicht, dass ich hier so am Vloggen bin. Aber wir machen das einfach mal trotzdem. Ja. Das ist übrigens total witzig. An diesem Strandabschnitt soll es so sein, dass man einerseits mit der Treppe runterlaufen kann. Und dann soll es aber auch eine Rutsche runtergeben. Total witzig. Da waren wir übrigens gestern und haben so lecker gegessen. Das Ismeer oder so hieß das. Oh, und jetzt ist hier gesperrt. Gestern war hier noch alles offen und wahrscheinlich kommt man tagsüber nur mit Kurtaxe irgendwie an den Strand. Egal, ich wollte sowieso nicht runter. Aber willkommen am Meer. Das ist herrlich. Da unten stehen auch Strandperlen, falls ihr das erkennen kann. Und hier ist irgendwie auch auf der, wie sagt man denn hier, auf der Promenade, hier ist was ganz Witziges. Dieses Weiße. Da. Ja, man kann nicht mal näher hin. Das Weiße, das ist irgendwie, da kann man sich hinsetzen, zu zweit und abends ist das beleuchtet. Das ist voll cool. Oder was heißt voll cool? Ist irgendwie lustig auf jeden Fall gemacht. Das ist wie so ein Bogen hier ist das. Ganz witzig. Und da wird gebaut. Genau, das Ismeer. Da haben wir sehr lecker, mega lecker Antipasti gegessen. Auch richtig, richtig viel gab es und diese Spieße. Mega lecker. Oh Gott, und wie schön das Meer ist. So richtig schön. Ruhig. Drei Leute sind auch schon am Strand. Ich vermute mal, im Sommer ist es viel voller. Aber es hat ja einfach echt so was Problems, wenn man so am Meer steht, oder? Muss ich dann auch so an die Urlaube denken, die wir in Frankreich gemacht haben. Da waren wir immer am Meer. 4 Wochen campen in Frankreich. Ich habe es geliebt, von der Grundschule bis nach aufs Gymnasium. Weil viele, viele Sommer gemacht. Richtig schön. Und jetzt ist gleich Treffen in einer Viertelstunde. Dann gehen wir los. Und mal gucken, was ich euch von diesem Tag dann noch so zeigen kann. Genießt noch einen letzten Blick mit mir aus dem Meer. Da ist es. Ich jetzt gleich, Moment.
Und dann nimmt ihr oben natürlich die Kronkorkenhalterung ab, das ist ganz wichtig. Jetzt wird schon gefährlich. Hat das schon mal jemand gemacht von euch? Ja, wir machen das nachher nochmal, wir haben nachher noch eine schöne Überraschung. Da könnt ihr anderen das auch nochmal versuchen. Und kommt auf der Party auf jeden Fall ganz gut, wenn man das kann. So. Und jetzt ist ganz wichtig. Ganz wichtig ist, die Flasche hat einen Namen. Ja, das muss auch. Die Flasche hat eine Naht. Und zwar zwei, um genau zu sagen. Weil damit wurde die Flasche mal zusammengeschweißt. Und genau an dieser Naht, die müsst ihr euch jetzt suchen, könnt ihr eine oder die andere nehmen. In dem Fall nehmen wir jetzt mal die obere. Kannst du auch bei dir, siehst du die Naht? Das ist bei mir hier, diese Naht hier entlang. Das ist ganz wichtig, dass ihr die Naht habt. Und dann, das könnt ihr übrigens auch. Die hier? Ja, genau, die Naht. Aber jetzt ist da ein Papier. So, jetzt ist ganz wichtig, ihr haltet die Flasche schön so in dieser Hand und die Naht ist jetzt genau gerade vor. Dann nehmt ihr, ihr könnt jetzt auch die Rückspur besser nehmen oder ihr könnt auch Degen nehmen oder ihr könnt sogar von einem Glas und wichtig ist, wenn du das jetzt machst, die Bewegung ist wichtig. Einmal vom Wind machst, so macht es keinen Sinn und so macht es auch keinen Sinn, sondern so einen leichten 70 Grad Winkel und dann ist wichtig. Die meisten machen das falsch. Wir stoppen an der Stelle. Du musst genau hier treffen. Das heißt, die Bewegung ist durchziehen. Das heißt, du machst es einmal für diese Bewegung. Das heißt, du ziehst so durch. Und wenn du stoppst, dann brauchst du hier die ganze Taschen gehört ab. Wenn du die Bewegung durchziehst, eine richtig schöne. Jetzt kommt. Habt ihr gesehen, leicht ohne Druck, einfach durchziehen. Bisschen leicht hoch. Also ein bisschen habe ich abbekommen. Bleib ruhig drauf und dann ziehst du so weg. Okay. Wie beim Tennis. Und los geht's. Ich kann mal noch ein paar Flaschen mehr hier zum Öffnen. Wir können auch immer vorbereiten und die anderen kommen mal zum Tropfen. Wir fliegen jetzt in die Luft und über Sylt mit der Maschine. Thank you.
Hallo, meine Hübschen. Wir sind wieder zurück im Hotel und oh mein Gott, das war ein fantastischer Tag. Es war so cool. Wir sind heute Morgen hier gestartet, nachdem wir gefrühstückt haben, mit einer E-Bike-Tour und haben einen großen Teil der Insel mit dem E-Bike erkundet. Das hat richtig viel Spaß gemacht und wir hatten so coole Stops dabei. Einer war, ich habe jetzt vergessen, wie der geheißen hat, auf jeden Fall hatten die organisiert, dass wir da Champagner trinken können. Aber wir haben die Flaschen nicht einfach wie eine normale Flasche geöffnet. Wir haben Champagner-Segeln gemacht. Und der Sascha, das war unser Kapitän quasi für den Tag, unser Guide, der hatte dann in die Runde gefragt, wer denn Bock hat, das zu machen, also die Flasche zu segeln, die allererste. Und da sich keiner, also nicht direkt einer gemeldet hat, habe ich mir gedacht, dann habe ich da voll Bock drauf. Und dann habe ich das mit Bravour hinbekommen. Und los geht's. So cool, es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mir nämlich gedacht, ich kann ja nichts verlieren. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Richtig cool, das war mega, mega cool. Und wie das geklappt hat, ich habe auch das Stück als Souvenir behalten. Richtig cool. So ist das dann ab. Total witzig. Später haben noch ein paar andere Kollegen das auch noch gemacht. Und dann haben wir Champagner getrunken und Fotos gemacht und aufs Meer hinausgeguckt. Irgendwann sind wir dann weitergefahren über die Insel. Und ich glaube, was war denn der nächste Stop? War das dann Gosch? War das dann schon Gosch? Ja, ich glaube ja. Genau, der nächste Stop muss dann gewesen sein, dass wir die Fahrräder dann auch ganz abgestellt haben. Und dann sind wir bei Gosch essen gewesen. Da haben wir so eine große Fischplatte auf den Tisch bekommen für alle und noch Beilagen. Es war super lecker, super gesellig, hat super viel Spaß gemacht. Wir haben auch den ganzen Tag so ein Glück mit dem Wetter gehabt. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Ich habe jetzt auch meinen Tinted Moisturizer drauf. Aber ich habe ein bisschen Farbe bekommen. An den Öhrchen sieht man es auch. Und ich habe letzte Nacht ja so schlecht geschlafen. Deshalb hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass ich über den Tag so ein bisschen durchhänge. Aber das ist überhaupt nicht passiert. Dann ging es von Gosch aus weiter. Da haben wir mit so einem Oldtimer-Vintage-Bus sind wir dann zum nächsten Abschnitt quasi gebracht worden. Die Fahrt da drin war auch richtig cool. Wir mussten hinten ein bisschen zusammenrücken, weil ein Platz zu wenig war. Aber wir haben alle reingepasst und es war richtig cool. Und dann sind wir zu einem Stück gefahren, wo wir dann so eine Wattwanderung gemacht haben. Und dann hat uns einer das ein bisschen erklärt mit der Tide und mit Ebbe und Flut und mit der Mondanziehung. Und wir haben uns den Boden angeguckt und gesehen, dass der obere Teil ja immer so bräunlich ist und weil er oxidiert ist. Und der untere Bereich ist ja schwarz, weil er nicht oxidiert ist. Und ein bisschen was zum Wattwurm erzählt und zu den Muscheln, die wir da so finden. Das war auch irgendwie so ganz interessant, so das nochmal so einzubauen. Und vor allem sind hier auch ganz viele Austern. Und da waren wir noch in einem Bereich, wo Austern so in so ja, Gefäßen irgendwie so angebaut werden. Die kommen nicht aus Deutschland, bekannt die jetzt hier, weil es USA, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen, weil es war früher so, dass die so ein bisschen weggefischt gewesen sind, weil zu viel Austern gefischt worden sind. Und hat man die von woanders hierher gebracht, hatte noch so ein bisschen Bedenken, ob die jetzt die anderen Muschelsorten irgendwie verdrängen würden. Aber es ist gar nicht passiert. Die leben in harmonischer Symbiose. Und dann haben wir am Strand Austern gegessen. Und ich habe keine gegessen, weil ich habe vor ein paar Jahren in Namibia mal eine gegessen. Und dieses salzige Schleimige ist einfach überhaupt nichts für mich. Und diejenigen, die noch nicht gehabt haben, die haben sich dann daran mal probiert, was ich aber gemacht habe. Aber das habe ich leider nicht gefilmt. Der hat leider irgendwie kein anderer. Ich habe so eine Auster nochmal geöffnet. Das war für mich dann auch so eine neue Erfahrung. Das fand ich total cool. Also heute war so der Tag von neuen Erfahrungen. Richtig cool. Und dann sind wir mit dem Bus weitergefahren. Wir waren dann noch in Kaitun, während die anderen das gemacht haben, was wir nach Kaitun gemacht haben. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus Kaitun oder weiß Kaitun. Ich glaube, Kaitun. Und dann, und das war so geil, sind wir mit so einer Cessna mit 5 Sitzen, die war richtig luxuriös irgendwie, aber so eine ganz kleine Maschine, sind wir über Sylt geflogen. Oh mein Gott. Das war ein mega Ausblick. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren so 20 Minuten, würde ich sagen, in der Luft.
teilweise ist er auch mal richtig so schön nach links und nach rechts. Und das ist ja auch eine kleine Maschine, da merkt man die Wirbelsäule Bewegung viel, viel mehr. Und keinem schlecht geworden. Aber wenn er sich so in die Kurven gelenkt hat, oh mein Gott, also ich habe mich teilweise erschrocken. Teilweise ist mir so richtig wie so in der Achterbahn irgendwie so der Magen in die Kniekehlen gesunken. Aber es war echt ein mega Erlebnis. So viel Spaß. Wir hatten so einen tollen Tag und ja, richtig cool. Und dann war ich aber auch froh, als wir jetzt zurückfahren. Dann habe ich geduscht und habe mich direkt hingepackt, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie noch ein bisschen Schlaf nachholen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so richtig geschlafen, aber habe mich noch ein bisschen erholt, habe mich jetzt zurecht gemacht, geschminkt mit meinem Tinted Moisturizer. Augenbrauen hatte ich ja gestern noch gefilmt. Mein typischer Schmuck, meine Astrid & Mio Hoops, mein Monica Vinader kleiner Huggy, mein Monica Vinader goldener Huggy, mein Missoma Huggy, mein Astrid & Mio Earcuff, Spinelli Kekelin, Cartier, die Fingernägel hatte ich ja sowieso schon lackiert und dann mein Outfit zeige ich euch mal im Spiegelchen. Das ist hier im Hintergrund so ein bisschen, das ist glaube ich für die Feuchtigkeit. Ich habe mir hier mein Cropped Top mitgebracht mit dem einen Träger, das fand ich irgendwie ganz cool so. Ich wollte nämlich keine High Heels mitnehmen, sondern weiße Sneaker und habe ich gedacht, oben weißes Oberteil. Und dann habe ich meine Reese-Hose mit dabei und werde gleich noch die Pulli-Jacke, die graue von H&M, drüber anziehen. Achso, und ja, auf den Lippen habe ich von Sephora den Liquid Lipstick, den ich ab und an immer ganz gerne trage, weil ich hatte Lust auf Lippenstift, aber wir essen ja auch und vielleicht tragen wir auch zwischendurch einen Mundschutz, wobei man hier auf der Insel selten Mundschutz tragen muss. Schleswig-Holstein ist da ja auch schon wieder zurückgefahren. Ja, also ein mega Tag. Wir werden heute noch so einen richtig tollen Ausklang haben. Wir gehen, wie gesagt, gleich essen. Ich glaube, die Co-Location kennen wir noch gar nicht. Und dann haben wir eine richtig coole DJ und werden ein bisschen tanzen. Ja, ich glaube nicht, dass ich viel von dem Abend irgendwie filmen werde. Vielleicht auch gar nichts mehr gucken. Ich werde es einfach genießen und dann heute Nacht irgendwann wahrscheinlich tot ins Bett fallen. Ja. Wünscht mir einen schönen Abend. Einen wunderschönen Sonntagmorgen, ihr Lieben. Ich habe leider wieder nicht gut geschlafen, aber ich bin ja nachher zu Hause und kann ein bisschen Schlaf nachholen. Ich merke auch so richtig, dass meine Stimme rau ist, weil wir gestern Abend so viel mitgegrölt und gesungen haben und ach, es war so ein cooler Abend. Wir waren in der Strandbar, die war exklusiv für uns gemietet. Wir haben den Sonnenuntergang da direkt gesehen. Essen war mega. Wir haben eine richtig tolle DJ gehabt und haben auch irgendwie die ganze Zeit getanzt. Normalerweise kriege ich das immer so, dass ich keiner auf die Tanzfläche traut, aber sofort, als sie anfing, standen sofort irgendwie fast alle auf der Tanzfläche. Richtig cool. Ich glaube, ich habe auch fast die ganze Zeit getanzt. Mir tut auch heute ein bisschen der Rücken weh. Und ja, ich bin schon dabei hier. Ich glaube, ich habe jetzt schon mein drittes Glas Wasser, was ich trinke. Weil, ja, wir den ein oder anderen Gin Tonic gestern hatten. Und ich habe aber schon geguckt, dass ich zwischendurch auch Wasser trinke, weil ich von vorgestern gelernt habe, dass ich nicht dehydrieren will. Aber ich habe heute Nacht trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, boah, ich habe so einen Durst, ich habe so einen Durst, ich habe so einen Durst. Und habe immer Wasser gesoffen wie so ein Pferd. So, ich will jetzt ein Frühstück. Ich zeige euch nochmal mein Outfit. Und zwar habe ich weiße Sneaker mit einer weißen Hose an, mein Arcade Top und dann habe ich mir den Pullover nur übergeworfen, weil ich finde es einfach so warm. Und dann habe ich meine Tasche, da ist alles drin, Mundschutz auf und dann kannst du Frühstück gehen. So, ich habe gedacht, wir gehen nochmal an den Strand. Das ist einfach so gar nicht gewohnt. Ich gehe auch mal gerne feiern, aber ich bin ewig nicht feiern gewesen. Also ja, auch alleine Corona-bedingt. Aber das ist irgendwie so auch dann so, weiß ich nicht, ein, zwei Mal, vielleicht ja maximal auch früher gewesen.
geht vor allem. Ja, weil ich bin eher so der Typ, der seinen Schlaf gerne hat und ich bin ganz zu Hause mit Kevin. Ja? Ja? Machen wir mal Fotos. So, Fotos gemacht. Ach, und da ist die Rutsche, weil es hieß nämlich, es gibt hier einmal eine Treppe runter. Und dann gibt es aber auch einen Part, den man rutschen kann. Oh, der Strand sieht einfach wieder so. Wir legen hier jetzt eine kurze Zen-Übung ein und einfach mal so durchatmen. Atmet ein, atmet aus. Ganz schön viele Spitzengänger heute auch unterwegs, auch da von der Seite, die ganzen kleinen Ameisen, wenn man da sehen kann. Ist dann da, glaube ich, nicht so viel los. Witzig. Ich bin am Strand. Ich glaube, es ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich am Strand bin. Jetzt muss ich dahin wieder zurück, weil ich muss mein Zimmer gleich auschecken. Aber ich bin froh, dass ich einmal hier noch runtergegangen bin, um die Füße in den Sand zu stecken. Mir den Wind um die Nase pusten zu lassen. Ihr könnt mich wahrscheinlich gar nicht hören, weil es so laut windet. Herrlich. Einen wunderschönen guten Morgen wieder aus unserer Wohnung. Ich bin gestern, glaube ich, gar nicht mehr dazu gekommen, mit euch zu sprechen. Gestern war die Rückfahrt. Da war es, wie man sich denken kann, viel ruhiger als auf der Hinfahrt. Es wurde auch nichts mehr getrunken, beziehungsweise ich glaube, ein, zwei haben noch irgendwie ein Bier getrunken, aber die Feiglinge und so wie auf der Hinfahrt haben wir nicht mehr getrunken. Ich habe noch ein bisschen was gegessen. Es wurde wieder für ausreichend Verpflegung für uns gesorgt. Also diese gesamte Organisation, das haben die beiden so mega gemacht. Richtig top. Also dieses gesamte Wochenende war einfach so toll. Und da waren solche besonderen Highlights dabei. Also wie das Champagner-Säbeln, das war ja für mich echt so, es war einfach mega. Und dann dieser Flug in dieser Cessna, das war wow. Also so eine kleine Maschine bewegt sich ja nochmal ganz anders als eine große. Die Sitzplätze und so von innen war das auch irgendwie alles so edel eingerichtet, total cool. Und das macht man, glaube ich, einfach im Alltag seltener. Beziehungsweise, also doch, ich habe ja solche Sachen in der Vergangenheit auch schon gemacht. Ich bin zum Beispiel mal von Las Vegas aus mit dem Helikopter zum Grand Canyon geflogen oder meine Fallschirmspringe und so. Also solche besonderen Momente suche ich mir dann auch schon irgendwie so raus. Aber die Frage ist, wäre das hier überhaupt bezahlbar gewesen mit der Cessna, wenn man sich das so alleine bucht? Wahrscheinlich nicht. Oder es wäre wieder so eine Gruppe und keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall eines solcher besonderen Highlights, wie ich sie sonst auch gerne im Urlaub mache. Mega, mega, mega. Gestern, als ich dann angekommen bin, war Kevin hier schon am Schlafen. Der hatte ja auch eine etwas kurze Nacht wie ich. Und dann habe ich mich einfach noch dazu gepackt und dann sind wir nur aufgestanden, um uns einen Döner dann in der Stadt zu besorgen und dann sind wir wieder zurück und ich glaube, wir sind dann auch direkt wieder ins Bett gegangen. Ich habe mir noch ein Hörspiel angemacht und war sofort weg und bin heute Morgen erst wieder aufgewacht und habe beim Wecker klingeln gedacht, oh, ist schon soweit. Ja, also mega, mega, mega Wochenende und ach, es war einfach richtig, richtig teuer. Wird gerade ein bisschen warm. Ja, ich habe mal mein Outfit zeigen. Ich dachte, ich bleib so ein bisschen im Sylter Strandflair mit meiner Eileen König Boyhose in Leinen und dann meinem Eileen König Pullover. Darunter habe ich noch ein weißes T-Shirt und dann mache ich das ja mal ganz gerne so bei so was heißt Pullovern, dass ich die so seitlich reinstecke, nicht in der Mitte, sondern seitlich, weil dann fällt es hier so asymmetrisch. Ich muss auch sagen, heute ist mir das besonders gut gelungen. Ja, mein Outfit, zurück zu euch. Ich glaube, ich könnte auch noch stundenlang von diesem Wochenende irgendwie
erzählen, aber würde mich eigentlich nur wiederholen. Falls euch noch irgendwelche Sachen näher interessieren, dann fragt mich auf jeden Fall gerne sonst in den Kommentaren nochmal. Gar nicht sonst sehr individuell nochmal ein bisschen mehr erzählen. Schön auf jeden Fall, dass sich der Sonnenschein jetzt hier auch so hält, wenn der Sommer kommt. Hört ihr noch? Oh Gott, ich glaube, das ist noch der Alkohol vom Wochenende, der in mir steckt. Ich trinke ja so selten was und am Wochenende war es echt viel. Jetzt gehört erstmal wieder Detoxen an den Tagespunkt. Wir müssen nachher unbedingt auch einkaufen fahren, weil unser Kühlschrank ist Raspelkaspel ist der leer. Zum Frühstück haben wir noch was gefunden und heute Abend werden wir dann Hackkäse-Lauchsuppe machen. Ein Teil habe ich dafür schon da, aber Hack brauchen wir noch und Lauch brauchen wir noch. Und so viel ist ja sonst auch nicht drin, aber den Rest habe ich schon. Ja, Schränke wieder auffüllen, normaler Arbeitsalltag wieder langsam starten und dann, ja, wenn ich so ein bisschen neben mir bin, dann verzeiht es mir, das ist noch so der fehlende Schlaf vom Wochenende. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch, Ich wünsche euch eine traumhafte Woche. Ich wünsche euch ganz viel Sonnenschein. Ich wünsche euch ganz viel positive Energie. Wünsche euch viel gutes Essen diese Woche. Und all das, was ihr euch auch wünscht, wünsche ich euch auch von ganzem Herzen. Und dann lasst den Abend schön ausklingen und wünscht mir einfach schon mal wieder eine gute Nacht. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video wieder ein bisschen mit mehr Energie. Bis bald, ihr Lieben.